Moin! Unser Auto ist foliert, ist richtig geil geworden. Und als ich es dann von vorne gesehen habe, hat es irgendwie nicht mehr alles gepasst. Also diese silbernen Dinger unter den Scheinwerfern, das war zu breit und irgendwie war das alles nicht mehr stimmig. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir den Grill, ja, dass wir den lackieren. Ja, das Intro musste ich hier nachdrehen, weil irgendwie habe ich das auf der Speicherkarte nicht gefunden. Also nicht wundern, ist schon ein bisschen kälter. Viel Spaß! So, es ist schon fortgeschrittener Tag. Es ist der Tag, an dem ich die Schweller rangemacht habe mit den Seitenmarkierungsleuchten und unten geraptort habe mit der Rolle. Könnt ihr euch hier mal angucken. Jetzt ist der Grill dran. Wir tauschen den Grill. Ja, wir tauschen ihn, weil das so ein bisschen nicht mehr passt. So dieses Gesicht hier mit den silbernen Lidschatten habe ich mich dazu entschieden, einen Grill vom Boxer mir einzubauen. So dass man dann das hier schwarz hat und dass diese Flucht hier in dem Grill dann übergeht, der dann, wie ihr ja schon gesehen habt, eine andere Farbe hat. Dann gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie auseinandernehmen können. Als erstes Scheinwerfer raus, weil wir müssen an diese und diese zwei Schrauben, was man ja hier im Grill sieht, da und da. Dazu lösen wir diese Schraube und diese Schraube. Auch noch rausschrauben. Die befinden sich da. Gut, also das waren doch keine Schrauben hier unten drin. Das waren ja so Spreiznieten, wo man so ein Pinökel oben reindrückt. Sind mir natürlich abgerissen. Gut, und jetzt sollte es eigentlich so sein, dass man den jetzt hier rausziehen kann. So. Da ist er. Diese Dinger, die reingeklickt sind, das sind so eine Kollegen hier. Die werden ja reingeschoben in den Grill und dann hier quasi reingedrückt. Hier ist noch einer drin, müssen wir noch rausholen. Auch hier macht sich das wirklich gut hier mit diesem Entriegelungswerkzeug. Mal gucken, ob ich das hier mit einer Hand schaffe. Genau, so und raus. Richtig geil. Raus und aus. Und sie sind noch ganz. Gut, also der Reihe nach. Das Ding, hier und hier. Das sind vier Stück. Hier 1, 2, 3, 4. Und hier 1, 2, 3, 4. Also 4, 4, 4, 12 Stück. Und eine Schraube, zweite Schraube, dritte Schraube, vierte Schraube, fünfte Schraube, sechste, siebte, acht Schrauben. Und unten die Spreiznieter. So, und dann heißt es den Grill anrauen, weil dann haftet der Lack besser und wir müssen vorher sowieso noch eine Grundierung, einen Haftvermittler auftragen. Also Plastikteile vorher gut anrauen, das alles abkleben, wo später Anbauteile rankommen, weil durch den Raptor-Lack, der trägt natürlich ein bisschen auf und wenn dann was eingeklipst wird, dann kann es passieren, dass es dann nicht richtig passt, weil der Raptor-Lack da an der Stelle zu dick ist. Also ordentlich gucken, die Passgenauigkeit. Hier der Grill, der ist auch schon geschmirgelt, der kommt da später rein und es muss alles abgeklebt werden. Ja, und geschmirgelt. Habe ich schon gesagt, dass es geschmirgelt werden muss? Ich glaube ja. Ich nehme hier so einen Scotch-Brite, der ist schön geschmeidig und flexibel, damit kommt man in jede Ecke. So, und danach schön entstauben und entfetten.
macht sowas in nur gut belüfteten Räumen. So, den Haftvermittler habe ich auch von Raptor genommen, damit das ganze System schlüssig ist und da keine Fehler passieren, nicht dass die sich nicht miteinander vertragen. Ja, hier Adhesion Promoter, also Haftvermittler, der kommt jetzt hier drauf und muss 20 Minuten ablüften. So, abgelüftet ist es. Jetzt sprühen wir den Raptor-Lack hier rauf. 2 Minuten vorher schütteln. Das ist ein Zwei-Komponenten-Lack. Der Härter, der muss erst aktiviert werden. Dazu gibt es hier unten noch eine Düse. Da packt man dann eine rote Kappe drauf, die sich darunter verbirgt. Hier, so. Ja, jetzt noch eine Folie drunter. Da. Hier drauf. So. Und dann läuft der Härter in den Lack und dann kann man den jetzt quasi die nächsten 2 Minuten ordentlich vermischen. So, wichtig ist, steht drauf, mindestens 60 cm Abstand. Also richtig weit weg. Je weiter weg du gehst beim Sprühen, desto mehr können sich die Partikel auf dem Weg dahin zu einem Klumpen bilden und spratzen dann richtig grob auf die Oberfläche. Wenn man zu nah dran war und es ja, glatt wird, die Oberfläche, dann kann man noch eine zweite Lage drüber machen, indem man ganz weit weg geht. Dann hat man es quasi wieder repariert. Und schwupp ist eine Dose alle. Es ist nicht wirklich viel drin, also viel drin, ja, es sind 400 Milliliter, aber der Strahl ist einfach so dick, die sind relativ fix alle, weil das Material muss ja auch hier noch rauf, ne? So, und auch Teile, die mit Buntlack lackiert werden, also Kunststoffteile, werde ich vorher hier mit dem Haftvermittler einsprühen, damit der Lack besser drauf hält. Gut, wieder 20 Minuten warten. So, auch der Decklack möchte 2 Minuten geschüttelt werden. Habe ich irgendwas Schwarzes an der Nase? Ich sehe das, glaube ich, gar nicht. Nein. So, jetzt kann das alles trocknen und dann schauen wir mal, wie es in ein paar Stunden aussieht. Man merkt hier am Klebeband, dass hier richtig Material drauf ist. Also das hätte mit Sicherheit gestört, wenn jetzt hier der andere Grill reingeklickt wird. Das werden wir gleich mal sehen, wie gut es geht. Ah, jawohl, guck mal. Jetzt hat man hier beim Aufkleber abmachen schon mal so richtig geil das Ergebnis sehen können. Ja. Gefällt mir schon sehr gut. Schade, die Sonne geht jetzt ein bisschen unter. Ah, als nächstes muss dieser Kollege hier eingeklipst werden. Und bevor ihr die lackiert, ja, ich weiß, der Tipp kommt jetzt ein bisschen spät, bevor ihr die lackiert, achtet auf die Passgenauigkeit. Ich musste gerade, ja, bei so Nachbauten ist es nochmal so, musste ich hier 4 Nasen wegschneiden. Die Nasen, die hätten nicht
in diesen Grill eintauchen können und dann hättet ihr jetzt echt die Probleme gehabt. Ne? Also vorher die Passgenauigkeit, den Spritzgrad, alles ein bisschen sauber machen und dann sollte das funktionieren. So, sieht ja mal geil aus. Also von oben senkrecht runterlassen, dann ist es kein Problem, dass die Dinger alle wieder einhaken. Ein bisschen raufklopfen, ein bisschen vorsichtig, habt ihr gesehen. Boah, guckt mal, sieht das schon jetzt geil aus, obwohl er noch gar nicht fertig ist. So, ich muss jetzt erstmal die Schraube suchen. Scheiße. Tipp Nummer 27, lasst keine Schrauben irgendwo im Motorraum liegen. Die fallen nur runter. Richtig cool, jetzt machen wir die Scheinwerfer wieder rein. So, Stecker nicht vergessen. So. Jetzt kommt hier die Fahrschule der LKW, deswegen machen wir mal schnell. Alter, wie geil ist das denn? Guckt es euch an. Juhu! Jawollo! Das sieht doch schon ein bisschen schlüssiger aus, ne? Das Gesicht. Oh, mir gefällt es super. Ja, das war's. Lackieren Raptor-Lack vom Grill, Ein- und Ausbau. Könnt ihr mal runterschreiben, wie euch die Optik jetzt gefällt, ohne diese silbernen Nupsels. Und mal gucken, vielleicht mache ich die Stoßstange da drunter auch noch irgendwann, aber ich weiß es noch nicht. Erstmal nicht, erstmal bleibt er so. Bis bald, tschüssi.